Guten Morgen, liebe Genossen und Genossinnen. Es ist so schön, dass ihr es geschafft habt, trotz Bahnstreik, trotz leckerem Pfälzer Riesling gestern Abend, dass die Reihen hier gefüllt sind und wir heute diesen wunderbaren Bundesparteitag mit euch gemeinsam eröffnen können. Ich begrüße euch aus ganzem Herzen und ich freue mich, dass die sozialdemokratische Familie heute zusammenkommt. Herzlich willkommen auf einen guten Bundesparteitag. Vor 4 Jahren, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, hatte ich auch das Vergnügen, diesen Bundesparteitag 2019 zu eröffnen. Es war ein wirklich besonderer Parteitag, denn ich durfte damals als kommissarische Parteivorsitzende an die neu gewählte Parteispitze übergeben. Und auch damals, liebe Genossen und Genossinnen, war die SPD in keiner einfachen Lage. Ich habe es noch mal nachgeschaut. Nach Forsa standen wir damals im Dezember 2019 bei 11%. Und Genossen und Genossinnen, eigentlich konnte man in den Zeitungen lesen, die SPD kommt nie mehr auf die Füße und die SPD bringt es eh nicht. Und die SPD braucht kein Mensch. Und deshalb, liebe Genossen und Genossinnen, blicken wir heute darauf, was wir geschafft haben seit 2019. Und wir haben keinen Grund für Verzagtheit. Wir schauen nach vorne. Wir haben Ziele, wir haben Kraft, wir haben uns gemeinsam. Ich bin ganz sicher, wenn man mal kurz innehält und darauf blickt, dass man mit großem Mut und großer Zuversicht in die Zukunft schauen kann. Was haben wir erreicht? Wir haben eine starke Parteispitze und eine geschlossene Partei. Und ich freue mich, liebe Saskia, lieber Lars, dass ihr euch entschieden habt, heute wieder anzutreten, um gemeinsam die geschlossene Arbeit fortzusetzen, mit euch zusammen unser Generalsekretär Kevin Kühnert. Ein herzliches Hallo von meiner Seite und ich wünsche uns gemeinsam einen tollen, erfolgreichen Parteitag. Und Genossen und Genossinnen, was haben wir noch geschafft seit 2019? Wir stellen den 4. sozialdemokratischen Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland. Lieber Olaf, lieber Olaf, deine, unsere Partei. Heute ist der 2. Jahrestag. Genau vor 2 Jahren wurdest du vereidigt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin wahnsinnig stolz darauf und ich gratuliere dir. Es ist eine herausfordernde Zeit. Ich bin froh, wir alle sind froh, das konntest du eben am Applaus spüren, dass du unser Bundeskanzler bist. Und ihr lieben Genossen und Genossinnen, wir haben wunderbare, starke Bundesminister und Bundesministerinnen im Kabinett von Olaf Scholz. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich Hubertus, auch unser stellvertretender Parteivorsitzender. Ich begrüße Karl, ich begrüße Boris, ich begrüße Wolfgang und Svenja. Ein großes Hallo an die starken Minister und Ministerinnen. Und ich habe die Clara vergessen. Entschuldigung, Clara. Ja, mein herzliches Willkommen geht natürlich auch an unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die SPD die stärkste Fraktion geworden ist im Bundestag.
Genossen und Genossinnen, noch einmal innehalten. 2019 wurde die SPD eigentlich abmoderiert. Wir sind kurz danach als stärkste Fraktion in den Deutschen Bundestag eingezogen. Und ich begrüße mit Stolz den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, und alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Lieber Rolf, ihr leistet eine tolle Arbeit und es ist bewundernswert, weil auch in einer Konstellation zu dritt ist es nicht immer sehr leicht. Aber ihr seid geschlossen, ihr seid klar und ihr kämpft für unsere Ziele. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Liebe Genossen und Genossinnen, ich freue mich auch, dass wir eine Riege sozialdemokratisch erfolgreicher Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten haben. Und ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen, natürlich Stefan Wald. Nein, zuerst will ich unsere amtierende Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig natürlich begrüßen, unsere MP-Kollegin. Die Anke Rehlinger, noch eine unserer stellvertretenden Parteivorsitzenden. Ich begrüße mit Herzlichkeit Stefan Weil. Ich begrüße Peter Tschentscher. Und ich begrüße ganz genauso herzlich Andreas Bovenschulte. Und liebe Genossen und Genossinnen, um den Reigen richtig rund zu machen, begrüße ich natürlich auch den Vorsitzenden der FES, unser ehemaliger Parteivorsitzender Martin Schulz. Lieber Martin, herzlich willkommen. Und den ehemaligen Vorsitzenden der SPD in der DDR und den Bundestagspräsident AD, lieber Wolfgang Thierse, ein herzliches Willkommen heute. Genossen und Genossinnen, ich möchte euch alle begrüßen, die vielen Männer und Frauen, die für die Sozialdemokratie vor Ort kämpfen, ihre Aufgaben wahrnehmen, Optimismus ausstrahlen und vieles bewegen in unserem Land, aus den Landesparlamenten, im Europaparlament, den Kommunen, aber auch ganz normal in unseren Ortsvereinen an der Basis. Schön, dass ihr alle miteinander heute da seid. Wenn ich noch einmal auf 2019 zurückblicken darf. Wir haben damals nicht nur die Weichen gestellt für eine Neuaufstellung in der Partei. Wir haben damals auch ein sehr, sehr wichtiges Grundsatzpapier beschlossen. Es war das Sozialstaatskonzept. Und dieses Sozialstaatskonzept ist der Grundstein dafür gewesen, für viele Regierungsentscheidungen der letzten Zeit. Der Mindestlohn, Genossen und Genossinnen, das Wohngeld, Genossen und Genossinnen, das Bürgergeld, ihr Lieben, Weiterbildung, Qualifizierung, Kindergrundsicherung, das alles haben wir als Partei beschlossen und wir haben es als Regierung umgesetzt oder wir sind auf dem Weg darauf. Leute, so macht man Politik und es ist schön, wenn wir regieren, weil nur wenn wir regieren, kann aus Parteitagsbeschlüssen auch reale Politik werden und so soll es weitergehen, wenn es nach mir geht. Daran arbeiten wir auch auf diesem Bundesparteitag. Und so wie wir damals das Sozialstaatskonzept verabschiedet haben, wollen wir heute den Zukunftsplan für die wirtschaftliche und ökologische Erneuerung beschließen. Und darauf freue ich mich. Es sind die Themen, mit denen wir in den Wahlkampf gegangen sind, an der Spitze mit Olaf Scholz, die Themen, für die wir uns als SPD einsetzen, nämlich, dass wir ein starkes Land bleiben, dass wir ein Land mit guten Arbeitsplätzen bleiben, mit einer starken Industrie, mit Unternehmen, die den Sprung in die CO2-neutrale Produktion schaffen. Leben und Arbeiten hat sich grundsätzlich geändert. Und deshalb müssen und wollen wir diesen Schwerpunkt heute setzen für unser Land, für die Menschen, für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Das ist Politik, die zukunftsgerecht ist und in die heutige Zeit passt, aber auch eine Vision in sich vereinigt. Liebe Genossen und Genossinnen, und unser Anspruch ist dabei genau der gleiche wie damals. Unsere Ideen sind für die Wirklichkeit gemacht. Und die SPD hat die Kraft und die Inhalte, um unser Land nach vorne zu bringen. Und das alles geht nur, weil ihr, liebe Genossen und Genossinnen, mit großer Leidenschaft für die Menschen und für die Themen unterwegs seid.
weil ihr brennt für soziale Gerechtigkeit und für Zukunftskonzepte und weil ihr den Willen habt, das Land zu gestalten, zu einem starken, gerechten, klimaneutralen Deutschland, daran zu arbeiten. Und darauf freue ich mich. Und ich bin stolz darauf, dass wir einen klaren Kurs miteinander haben, den wir auch in reale Politik umsetzen können und wollen. Vielen Dank für diese Unterstützung und für eure Empathie, eure Emotionen, eure Leidenschaft, dass wir diese Themen auch gut vertreten miteinander. Die SPD, als SPD tragen wir in einer Zeit gewaltiger internationaler Krisen die Verantwortung für unser Land. Der menschenverachtende, verbrecherische Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat auch uns in Deutschland zutiefst erschüttert. Es ist beschämend aus meiner Sicht, dass der Terror auch auf deutschen Straßen gefeiert wurde und dass Juden und Jüdinnen in Deutschland wieder Angst um ihre Sicherheit haben müssen. Damit dürfen wir uns niemals abfinden, liebe Genossen und Genossinnen. Ich wünsche auch von hier aus Chanukka Sameach und ich hoffe, dass Juden und Jüdinnen in Zukunft wieder sicher sind auf unseren Straßen, die Solidarität, die Sicherheitsversprechen in unserem Land von uns als SPD, die stehen. Und wir sind auf der Seite der Juden und Jüdinnen. Dafür kann man ganz, ganz klar hier stehen als SPD. Das werden wir immer sein. Liebe Genossen und liebe Genossinnen, nicht nur im Nahen Osten, auch in Europa ist die Welt eine andere geworden. Wir stehen in großer Solidarität zu den Ukrainer und Ukrainerinnen. In dem ersten schrecklichen Kriegsjahr, im zweiten schrecklichen Kriegsjahr und egal wie lange dieser grauenhafte Krieg dauert, wir werden als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen immer solidarisch an der Seite der Ukraine stehen. Liebe Freunde und Freundinnen der Sozialdemokratie, die Zeitenwende, der Begriff, der von Olaf geprägt worden ist, der betrifft aus meiner Sicht so viele Bereiche aus unserer Gesellschaft. Und für mich ist die Zeitenwende ein klarer Auftrag an uns alle. Wir dürfen die Herausforderungen nicht nur beschreiben, sondern wir müssen sie überwinden. Und wir sollten keine Angst vor der Zukunft haben, denn wir dürfen die Zukunft gestalten. Die Zeitenwende schreibt für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen die klare Aufgabe, die Zeiten zum Guten zu wenden. Und Genossen und Genossinnen, ich bin davon überzeugt, dass Deutschland vor einer Weggabelung steht. Setzen sich politische Kräfte durch, die Stillstand, Beharrung, Konservierung wollen? Diejenigen, die den Menschen vorgaukeln, es könne alles so bleiben, wie es ist oder wie es früher einmal war? Oder behalten diejenigen die Unterstützung der vielen in unserer Gesellschaft, die Gestaltungskraft, die echten Zukunftsmut haben? Also die politischen Kräfte, die das Wir vor das Ich stellen, die Fortschritt für viele und nicht nur für wenige wollen. Genossen und Genossinnen, jetzt geht es um echte Zukunftsentscheidungen. Als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sind wir es, die tragfähige Antworten auf die Fragen der Zeit geben. Wir sorgen dafür, dass die Transformation unserer Arbeitswelt und der Wirtschaft so gelingt, dass alle dabei mitkommen können. Wir treten für mehr Klimaschutz ein und verbinden ihn mit sozialer Gerechtigkeit. Wir sind ein Bollwerk gegen rechtsradikale Demokratiefeinde und Freiheitsverächter. Und an diesen Themen wird sich doch so vieles entscheiden in der Zukunft. Und nicht daran, wer es mal gerade wieder geschafft hat, durch provokantes Auftreten oder Aussagen die Schlagzeilen zu bestimmen. Das ist doch Propaganda, das ist doch keine Politik. Die Menschen wollen von uns Antworten haben. Und wir geben diese Antworten und wir gestalten diese Antworten für die Zukunft. Und deshalb unterstütze ich es auch so. Und ich nenne es bei meiner Begrüßung ausdrücklich, dass Olaf, dass unsere Minister und Ministerinnen, mit Ihnen, die gesamte Fraktionsspitze und die Parteiführung
immer eng zusammenstehen und gemeinsam handeln, mit klaren Zielen im Blick, aber mit gemeinsamen Vorgehen. Das ist die Art von Politik, die nicht immer mit schnellem Applaus belohnt wird. Aber sie wird ihre Ziele erreichen. Und wir werden als ernsthaft und vertrauenswürdig wahrgenommen. Ich bin ganz sicher, wenn wir weiterhin aktiv die Gesellschaft gestalten, wird auch auf der Strecke den Menschen klar werden, dass wir die Zukunft gestalten, dass es uns nicht um große Worte geht, sondern um ein ernsthaftes Anliegen, in den Dingen voranzukommen. Ein Wort noch. Als Ministerpräsidentin, die in der zweiten Legislaturperiode eine Ampelkoalition regiert, und als Mitglied einer Landespartei, die inzwischen nunmehr 3 Jahrzehnte Rheinland-Pfalz als stärkste Kraft maßgeblich gestaltet, weiß ich auch, dass Dinge manchmal sehr kompliziert sind. Das sind die Rheinland-Pfälzer, die Stolzen. Können auch stolz sein, über 3 Jahrzehnte, ne? Genau. Ja, ich bin's auch. Ich will euch sagen, dass ich weiß, dass das nicht immer ganz unkompliziert ist, in einer Ampelkoalition zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Aber ich will euch auch sagen, es ist umso wichtiger, dass man mit kühlem Kopf regiert und dass man auch mit einer klaren Haltung regiert. Und zugleich streiten wir doch als SozialdemokratInnen immer mit Leidenschaft und mit heißem Herzen für mehr Gerechtigkeit, für Frieden und für Freiheit, für die Grundwerte der SPD. Das ist unser Kompass. Und das unterscheidet uns auch von vielen. Wir arbeiten ganz hart daran. Wir machen nicht nur Sprüche, sondern wir schaffen uns eigentlich kaputt, damit es weitergeht, damit die Umsetzung unserer Grundwerte tatsächlich Realität wird. Und wir wollen damit ein modernes, ein erfolgreiches Deutschland erreichen. Genossen und Genossinnen, ein Deutschland, in dem Klimaschutz ein Jobmotor ist, ein Land, in dem die Industrie weiterhin Kraftzentrum des Wohlstands bleibt, ein Deutschland, in dem soziale Teilhabe und Gerechtigkeit auch durch gute Bildung möglich ist. Und ein Land, in dem starke Schultern mehr beitragen und eine Umverteilung von oben nach unten stattfindet und nicht umgekehrt. Mit dem heutigen Parteitag werden wir viele Anträge dieser Art miteinander besprechen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere echte Zukunftsvorstellung auch zum Ausdruck kommt. Wir brauchen die Kraft dieses Parteitages, um den Rücken zu stärken, auch für unsere Regierung und für diejenigen, die im Deutschen Bundestag für unsere Ziele kämpfen. Wir brauchen diese Kraft. Und Genossen und Genossinnen, es war doch nie so, dass man alles, was man an der Partei beschließt, auch umsetzen kann. Aber wenn ihr kurz auf die Bilanz mal schaut, dass unsere Programme in der Vergangenheit auch so klar an der Realität orientiert waren, dann haben wir eine super Bilanz, was die Umsetzung betrifft. Und genau das wünsche ich mir für die Zukunft auch. Noch 3 kurze Gedanken. Dabei ist für uns als Sozialdemokraten und Sozialdemokratin genauso klar, wir werden nicht anfangen, mit der Abrissbirne gegen die soziale Unterstützung in unserer Gesellschaft vorzugehen. Das ist nicht unser Programm. Und dass nun fehlende Steuermittel bei alleinerziehenden, arbeitslosen Asylbewerbern rausgeholt werden sollen, das wird nicht funktionieren mit der SPD. Und ich bin stolz und froh, dass die SPD beim Bürgergeld Kurs hält. Was hatten wir für Jahrzehnte Debatten über dieses Thema? Und wir sind froh, dass wir die Weichen anders gestellt haben. Mit Propaganda kann man auch das Bürgergeld kaputt machen. Und mit Propaganda kann man auch erreichen, dass Menschen glauben, man kann Schwache mit noch Schwächeren ausspielen. Die SPD hat eine andere Haltung dazu und ich bin froh, dass unsere SPD da total gerade ist. Und ich möchte in dem Zusammenhang hier sehr herzlich begrüßen die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland, liebe Michaela Engelmeier, schön, dass du heute Morgen hier bist und kämpfst für diese Ziele. Ich möchte auch gerne begrüßen, weil sie Partner und Partnerinnen sind, auch wenn es um das Soziale geht, um die Demokratie geht, den Leiter des katholischen Büros, Prälat Dr. Jüsten, und die Bevollmächtigte der evangelischen Kirche,
die Prälatin Frau Dr. Guidio. Schönen guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Sie alle sind auch Partner und Partnerinnen bei einem Thema, was uns als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen auch richtig umtreibt. Und wo ich manchmal ein bisschen verzweifeln kann über dieses Deutschland, über die Verharmlosung, dass ganz Europa inzwischen von rechts bedroht ist und unsere Demokratie angegriffen wird. Die Sozialdemokratie, es gehört zu ihrer Geschichte, zu ihrer DNA, war immer klar, wenn es darum ging, aufzustehen und eine klare Haltung einzuschlagen gegen rechts. Und Genossen und Genossinnen, nie wieder war für uns nie eine Floskel. Es war immer ein Teil unserer eigenen DNA. Und es ist erschreckend zu sehen, was in Deutschland geschieht. Wir brauchen die ganze Kraft der Gesellschaft, damit wir das Schlimmste für unsere Demokratie verhindern. Und wir müssen besser werden, wir müssen stärker werden, wir müssen klar machen, dass die Demokratie bedroht ist in diesem Land. Man könnte verzweifeln, nicht nur, dass Juden und Jüdinnen nicht mehr auf die Straße gehen, sondern auch daran, was inzwischen in der Kursverschiebung nach rechts alles möglich ist, in Deutschland auszusprechen, was möglich ist, sich anhören zu müssen in Parlamenten. Genossen und Genossinnen, die SPD ist immer verlässlich an dieser Stelle. Wir müssen uns weiter verbünden mit Partnern und Partnerinnen in Deutschland, damit wir diesem Spuk ein Ende bereiten. Erzählt es den Menschen, was AfD bedeutet. Erzählt es ihnen, dass AfD bedeutet enge Verbindungen zu Putin, zur Diktatur, zum Thema Austritt aus der EU und der NATO. Erzählt es, dass AfD heißt, Hunderttausende Arbeitsplätze gehen verloren. Erzählt es, dass AfD heißt, behinderte Kinder haben in der Regelschule keine Perspektive mehr. Erzählt es, dass AfD heißt, kein Mindestlohn, keine starken Gewerkschaften, kein gerechter Sozialstaat. Und erzählt es, dass AfD heißt, Hetze gegen Ausländer, Hetze gegen Homosexuelle, gegen Juden und Jüdinnen, gegen alle, die nicht in ihr völkisches Weltbild passen. Wir müssen den Menschen auch reinen Wein einschenken, was AfD bedeutet. Ich bin sehr froh, dass wir in diesem gemeinsamen Kampf immer auch total verlässliche Partner haben. Und ganz oben stehen die Gewerkschaften. Und unsere DGB-Chefin Yasmin Fahimi ist auch eingetroffen, trotz Schwierigkeiten mit den Verbindungen. Es ist toll, dass du da bist, liebe Yasmin. Herzlich willkommen. Ich grüße Martin Burkhardt von der EVG, Entschuldigung, Martin. Der Streik hat nichts mit euch zu tun. Ich wollte es jetzt nur noch mal sagen, weil es Genossen so spät kommt zum Bundesparteitag, hat nichts mit euch zu tun. Und ich begrüße auch ganz, ganz herzlich die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kodisch. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Last but not least möchte ich auch herzlich begrüßen die Pressevertreter und Pressevertreterinnen. Es ist schön, dass Sie hier sind und den Bundesparteitag begleiten. Wir freuen uns darüber. Und mein letzter Gruß gilt auch allen Menschen der Blaulichtfamilie sowie allen Dienstleistungskräften, die zur Sicherheit und zum erfolgreichen Ablauf der kommenden Tage beitragen. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Bevor wir jetzt mit der Arbeit des Parteitages beginnen können, will ich mit euch den in den vergangenen 2 Jahren verstorbenen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen gedenken. Wir gedenken Heide Simonis. Heide starb am 12. Juli im Alter von 80 Jahren in Kiel.
Sie wurde 1993 als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Ministerpräsidentin. Die deutsche Sozialdemokratie nimmt Abschied in dankbarer Erinnerung. Wir werden Heide nie vergessen. Und wir gedenken Jürgen Ahnbuhl, Hans Berger, Willy Bloth, Egon Brinkmann, Hans-Günther Bruckmann, Jens Bulayan, Peter Dankert, Vera Dedanwala, Seban Dönhuber, Hasso Düvel, Karl Eben, Udo Fiebig, Heidemarie Fischer, Karl-Walter Fritz, Kirsten Fründ, Paul Glaser, Otto Gräber, Jürgen Grimming, Achim Grossmann, Hartmut Holzapfel, Hans Kasper, Rainer Keller, Hans-Ulrich Klose, Rolf Kollitsch, Gerhard Kompe, Klaus-Michael Körner, Hubertus Kramer, Horst Kubatschka, Klaus-Dieter Kübacher, Eckart Kuhlwein, Harry Lier, Frieda Lippmann, Werner Löwe, Helka Lopez, Erhard Mahne, Horst Milde, Edgar Moron, Helmut Neumann, Hans Nisple, Manfred Oppermann, Klaus-Dieter Oswald, Lore Maria Peschel-Gutzeit, Erich Pieper, Heinrich Potthoff, Hermann Rappe, Manfred Reimann, Michael Reitzel, Margot Renisse, Hans-Jörg Schäfer, Eva-Maria Scheffel, Volker Schemmel, Helga Schmidt, Heinrich Schneider, Richard Schumann, Dieter Schulte, Harald Seidel, Hartmut Zöll, Dietrich Sperling, Wolfgang Steiger, Randolf Stich, Bodo Teichmann, Frank Tiedig, Jürgen Trumpf, Lisa Vollmer, Arno Walter, Axel Wernitz, Norbert Witschorek. Herzlichen Dank. Liebe Genossen und Genossinnen, zum Schluss meiner Eröffnung haben wir gemeinsam die Aufgabe, die Versammlungsleitung zu bestimmen. Für das Tagespräsidium des Bundesparteitages schlägt der Parteivorstand folgende Personen vor: Thomas Losse Müller, Aydan Özus, Katja Pähle, Anke Rehlinger, Manuela Schwesig. Wer stimmt diesem Vorschlag zu? Das war die erste leichte Übung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Und damit ist das Tagungspräsidium bestimmt. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen, einen zukunftsorientierten Bundesparteitag. Und ich übergebe dem Tagespräsidium. Viel Spaß.